Deutsche Memes von You Look Ex immer wieder, meine Freunde. Ein bisschen Standard-Meme-Kram. Oh, neues Intro. Deutsche Memes. You Look Ex, let's go. Hasanovic, danke schön, Bruder Abi. Dafür stehe ich nachts auf, aha, wie ein Drogensüchtiger. Die Heroinwurst. Wie hat schon mein großes Idol Franz Münchinger gesagt? Ein fetter Schwanz ist immer noch besser als ein fettes Konto. Wie hat er gesagt? Stiel, du brennst. Ja, das weiß ich. Digga, der Clip, der ist so unnötig. Oh, Chat, der ist so schmerzhaft, der Clip. Holy shit, holy shit. Ihr werdet jetzt richtig wegcringen, Alter. ApoRD an der Stelle hier gerade komplett reingeschissen. Passt mal ganz genau auf, ich hab's heute Morgen auf TikTok gesehen. Digga, ich wollte mir die Haut abschälen, Alter. Und wirklich ohne Haut einfach weglaufen, weil es so unangenehm war. Ich? Achtung! Boxe, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Digga. Monte, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich fühle so sehr, was Adlerson da fühlt. Weißt du, was ich jetzt neu hab? Ein 3D-Drucker! Digga, wenn ich Busfahrer wäre, würde ich den ganzen Tag nur Bus fahren. What? Was? Digga. Was? Was, Bruder? Oh, Walder Sexy. Geile Sau. Dankeschön, wo dann Sub. Hallo. Ficken. Oh, Baby. Leute, ich war heute beim Berber. Ah, chillig. Und ich habe mir zum ersten Mal die Seiten auf Sifra gemacht. Genau. Sonst habe ich immer 4 mm gemacht mit Übergang. Mhm, danke. Aber ich bin wirklich zufrieden. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Danke. Alles klar, Mari. I hear you not. I can't you not hear. Ah. Really big asshole. You love me. Junge. Eins in den Chat, wenn ich fucking Rust oder Counter-Strike mit dem Lenkrad spielen soll, Digga. Da sehe ich mich aber, Chat. Da sehe ich mich aber sehr. Junge, da sehe ich mich. Und dann die Gegner überfahren. Oder überfahren werden. Okay. Ich bestelle mir gleich ein Lenkrad. Junge, mit einem Bunny-Hop-Script geht das, glaube ich, ne? Digga, stell dir vor, der gibt den Headshot einfach. Na, jetzt nicht, absichtlich nicht. Digga, ich hab grad gefurzt. Guten Tag, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sehr angenehm, sehr angenehm. Ich finde das sehr gut, dass Sie da sind. Eine Traumlieferung dabei? Ah! Digga, ich werde meinen Koks aus dem Darknet an, Junge! Auf was wartest du? Bruder, das ist ADAC. Digga, ich glaube ADAC Premium-Mitgliedschaft 60 Euro im Jahr, die kommt trotzdem erst seit 3 Tagen. Ein Eule, Warak! Ist das nicht ein Huhn? Ein Eule! Das ist doch ein Huhn. Ja, du. So, komm mal.
Fühl ich, Digga. Fühl ich. Ich fühle das so. Ich habe letztens auch einen Vogel bei mir gesehen im Innenhof. Und der saß da. Und er stand vor meinem Fenster. Und ich gucke ihn an. Und der Vogel guckt mich an. Und ich schaue den Vogel so an. Und er dreht seinen Kopf. Und ich einfach nur ans Fenster. Ich so, du Hurensohn. Digga, der Vogel hat einen richtig beschissenen Tag gehabt. Dem habe ich richtig gezeigt. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Das ist ein Huhn. Wer ist am Telefon? Ja, hier ist Matthias. Hallo Matthias, was kommt raus? Ja, du bist ein Wichser. So nämlich. Danke, dann spielst du nicht mit Matthias. Tschüss. Wer hat Lust auf Chicken? Ich lade euch alle ein. Ui, oh, ey, der will Stress. Der will Stress. Ich will da nur durch. Okay. Okay. Komm. Bro, darf ich bitte durch? Gänse, Schwäne, richtige, Digga, die sind so aggressiv und die haben, das wissen viele nicht, Gänse und Schwäne, die haben ein Maul, das ist so, so und dann so und dann ist hier so die Augen, so und dann haben die aber so Zähne, die sind so, aber dahinter kommt nochmal eine Zahnreihe, die ist so. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, Gänse und Schwäne haben so drei Zahnreihen mit so 40 Zähnen. Und es tut übertrieben weh, Digga, wenn man davon gebissen wird. Deshalb ein kleiner Lifehack, lasst euch nicht von einem Schwan einblasen. Ich will doch nur durch. Ich will einfach nur durch, okay? Bro. Ich will einfach nur durch, ich will einfach nur durch. Ganz ehrlich, wenn mich ein Schwan angreifen würde, ich würde den einfach wegtreten. Ich bin zwar Vegetarier, aber ich bin ehrlich, wenn jetzt so ein Schwan auf mich zukommt, ganz ehrlich, was will ein Schwan machen, wenn der so einen Roundhouse-Kick bekommt? Nein, jetzt mal wirklich. Was will ein Schwan machen, wenn der einen angreift? Ich würde einen Schwan niemals proaktiv angreifen, so. Aber wenn der Schwan kommt und mich boxen will und ich trete den einfach um, was will der Schwan machen? Was will der Schwan machen? Sag's mir. Ich würde ja niemals den Schwan so an sich schlagen, aber wenn der mich angreift, ich muss mich ja verteidigen. Gar nichts. Lass mich doch durch! So. Und ich will jetzt hier nicht Gewalt gegen Schwäne propagieren, das ist ganz wichtig. Nicht hier Free Jizzes oder so, ne? Das ist eine Gans. Das ist mir ganz egal. Wie viele Herzen hat eine Krake? Boah, ich glaube, wenn die 8 Arme hat, hat die 4 Herzen. Eins. Und du sagst 4, was sagst du, Abdi? Ich sag, die hat nur ein Herz, wie alle anderen Menschen. Genau. Ach, was guckst du da? Fühl ich aber. Und vor allen Dingen, wenn ich hier lenke, dann lenkst du nicht mehr, ne? Ah, okay. Das ist rechts. Achso. Ersten Gang, das ist Scheibenwischer. Nimm den Finger weg da. Ersten Gang einlegen. Ja. Zack. Kupplung auf den Schleifpunkt. Kupplung auf den Schleifpunkt. Linker links, beide Hände ans Lenkrad. Ja. Linker links, das ist rechts. Links. Oh, Martha Maria, was bist du denn für einer? So, gib mal ein bisschen Gas hier. So, ja. Inscope einfach. Ich hab nichts geraucht. Ich hab auch keinen Crack genommen. Ich hab nur Kastanien. Junge, Junge. Wie geil, Leute. Das war ein Schwimmbad. Wisst ihr was? Das war ein Prank. Guck mal. Da. Ehre genommen, Digga. Ehre genommen, Bruder. Wieso? Hab's genommen, alles genommen, Bruder. Frühstück haben wir. Jetzt kommt die Morgenroutine. Du Gesicht. Du Gesicht. Hey Freunde, seht mal, was ich noch in meiner Tasche hatte. Ein Jahresgehalt von euch. Ich nenne das Spaßgutscheine. Seht ihr? Das sind Spaßgutscheine. Jungs, Polizei. Angehalten. Ey Bruder, wenn ich da reinpisse, die warten seit 20 Minuten auf mich. Ey, ich bin ein Bastard. Wenn ich da... Ich werde da jetzt Eistee reinschieben. Ich werde das jetzt durchziehen. Was wollen die von mir? Die machen 4-5 Tests. Ja. Das ist der Geil.
Oh mein Gott, Digga. MPU ausgedribbelt. Stell dir mal vor, in Durstlöcher ist einfach THC drin. Ja? Sie sind ganz genau. Hallo. Hallo. Na? Nerz. Was machen Sie da? Ja, weiß nicht. Leute, jetzt schaut euch die Karre mal an. Oh. AMG C63S. Alter Schwede. Habe ich auch mal gehabt. Geiles Auto. Geiler Musikgeschmack, Digga. Danke, ist mein Lieblingssong. Chillig. Einfach ich. Oh, Digga. Ui. Was ist bloß? Hat er das Arsch noch von der Katze gegessen? Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam Haya Juna. Dein Sohn war ein Gangster. Dein Sohn ist ein Gangster. Ach so. Drogenhändler ist verschlechtert worden. Düsseldorf, wer hat? Ich wollte nicht den Eltern gehorchen. Digga, also, wer nicht mal die Butzbach-Lyrics richtig hinbekommt, Digga, der muss auf jeden Fall nach Butzbach. Let's Fabsband hinweg. Wo meine Grenzen sind, heute kratze ich technisch an die Wände hin. Nur das Lied, Vollzugsbeamte Stein, kommt nicht in diese Ruhehalle rein. Kann ich in die Behusa-Bade rein, genau. Bruder, ich muss weinen, doch will nicht. Bruder, ich muss weinen, nicht Wallah, ich muss weinen. Wirklich schöner Ausblick hier. Da vorne kann man schön schwimmen gehen. Da ist ein Mülleimer. Nur, dass Montana Black eine teurere Uhr anhätte, Kevin, du Wichser. Dude.